zerbricht. Jetzt die EU. Klasse, klasse. Ja, immer mehr Randale, immer mehr Ausschreitung. Und jetzt geht sie kaputt. Die schöne Europäische Union. Blödsinn. Warum soll die denn kaputt gehen? Guckt ja die doch an. Stecken alle unter einer Decke. Schön Rudelkuscheln. Die gehen nicht kaputt. So schnell mal nicht. Doch, 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 doch. Und das klären wir nach dem Intro. Hey, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knollte. Ja, ich hatte ja echt gedacht, so mit Frankreich, ne, da wo da die Randale war, die Ausschreitung, dass Frankreich, die Regierung, da zuerst mal kaputt geht, ne, wegen, ja, den Asylanten und den Zugereisten und den, die da gar nicht hingehören, ne? Und wo da noch diese Peng da, die Chinesen, nee, nicht Chinesen, die Peng mit Li davor, Li Peng, ja, so heißt sie, wo die dann gesagt hat, die will dafür sorgen, dass er mal Kräuchchen in Knast kommt. Ja, der Präsident da von Franzosenland, ne? Der soll ja in den Knast, hat die Peng gesagt, ne? Ja, abwarten und Tee trinken. So schnell geht kein Politiker in Knast. Schon gar nicht, wenn eine ganze Nation anfühlt. Ja, aber wo du recht hast du recht, Knollte. Ich habe auch gedacht, in Frankreich, da knallt jetzt richtig. Jetzt bricht die Regierung auseinander. Ja, aber ist gar nicht so. Weil in Holland, die haben sich vorgedrängelt. Die Käsköpfe, bei denen geht zuerst los. Guck mal, die haben da ja eine Regierung bestehend aus 4 Parteien. Juhu, richtig gut. 4. Die mussten 4 Parteien sich zusammentüllen. Damit die Rechten nicht rankommen oder irgendwie so, ne? Die Rechten, die bösen Rechten. Klasse. Nee, guck mal. Und die brechen jetzt auseinander. Die haben so unterschiedliche Meinungen, das geht überhaupt nicht mehr. Die können überhaupt nicht mehr vernünftig Politik zusammen machen. Kriegen die nicht mehr geschissen. Ja, da hab ich ja noch gar nichts von gehört, dass in Holland jetzt Randale ist. Haben die auch so ein Flüchtlingsproblem? Jo, richtig. Die haben sogar ein ganz großes. So im Verhältnis gesehen zu uns hier, ne? Mal guck mal. Holland müsste so 13 Millionen Holländer haben, ne? So ungefähr. Und die haben ja sowieso schon alles aufgenommen. Da ist ja Hautfarbe und so überhaupt gar keine Rolle. Da waren ja schon immer viele Dunkelhäutige, ne? Und welche aus dem Außengeland und irgendwie Zugereiste. Aber ganz, ganz offiziell, ne? Also alles Holländer, so zu sehen. Und die haben insgesamt dann 13 Millionen. Ja, sagte ich schon. Toll. Super. Ja. Und zum Verhältnis von der Prozente her zu Deutschland haben die viel, viel, viel mehr Flüchtlinge aufgenommen. Aber nur zu der Prozente, ne? Zu richtigen Menschen. Gar nicht so. Aber Prozente. Ja. Und die Holländer haben da auch keinen Bock mehr drauf. Ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Die haben ein schönes, flaches Land. Wenn Deich bricht, saufen die ganzen Immigranten ja ab. Ja, die Holländer auch Pech haben. Ein bisschen Schwund ist immer. Muss man halt unter Meer gespiegelt bauen, ne? Freue ich mich schon drauf. Jede Menge neue Gäste mal gleich. Ja. Ja, jetzt hör mal auf, den Leuten wieder Bange zu machen, ne? Weil in Norddeutschland gibt es auch ziemlich viele flache Gegenden, ne? Ja, die können auch mal geflutet werden. Aber was mich ja total so wundern tut, ne? So absolut, was ich auch gar nicht verstehen kann, so. Von Deutschland hörst du da gar nicht, dass die Regierung auseinandertüdelt, ne? Wir haben ja auch 3 Parteien, die sich eigentlich gar nicht grün hinter den Ohren setzen. Außer die Grünen, ne? Die sind immer grün. Ja, und so. Aber Rot-Grün ging ja früher noch, aber nur wo Fischer noch da war. Und dann mit den Gelben dabei. Ja, Fähnlein im Wind, heute so, morgen so. Die reden so, wie die Großen das wollen. Hauptsache, mein Pöppe sitzt auf dem Regierungssessel. So. Und was war da jetzt? In wo war das? In Deutschland, da. In Gießen war es, ja. Wo da die Polizei die Deutschen gewarnt hat. Leute, bleibt aus der Innenstadt raus. Und liebende Gießener, bleibt mal zu Hause. Kommt nicht aus euren Hütten raus. Weil die Eritreer, oder wie sie da heißen, die da aus Afrika, die hauen sich gerade gegenseitig auf die Mütze. Gegenseitig. Ist doch ein ganz klarer Beweis. Das sind einmal die Flüchtlinge, die um ihr Leben Angst haben.
die das Land verlassen, weil die Regierung sie jagt. Ja, und auf der anderen Seite schickt die Regierung auch noch Flüchtlinge. Hier, dann jagen wir die eben in Deutschland. Sicher sind die nirgendwo. Ja, Fakt ist aber doch, wer hier hinkommt und seinen Krieg mit hier hinbringt, die müssen sofort nach Hause geschickt werden. Sofort, ohne Umwege. Ja, aber die haben ja alle ihren Pass verloren bei der Flucht. Sagen sie zumindest. Aber da muss die Regierung wirklich mal was tun. Und ich glaube auch so langsam wird es verdüdel nicht nochmal eng für die Ampel. Weil ich habe jetzt eine Umfrage gesehen von Wahlergebnissen. Ja gut, die zählt natürlich nicht. Die hat so ein privater YouTuber gemacht. Hat mal über 15.000 Leute haben mitgemacht. Und da waren wir bei 87% AfD. Uiuiuiuiui. Wäre natürlich klasse. Aus meiner Sicht gesehen, ne? Aber im Prinzip machen die was anders? Können die was anders machen? Oder wird das alles von Amiland gesteuert? Von Amiland. American First. Die wollen doch hier alles platt machen, damit sie First sein können. Überlege doch mal. Sie erwerben unsere Industrie ab, unsere Fachkräfte. Ja, und wir müssen dann aus dem Ausland Fachkräfte nehmen, die teilweise zu dumm sind, einen Schnürsenkel zu binden. Aber das war gut, Schnürsenkel binden. Ja, ja, wirklich, die können ja vieles nicht, aber sind Fachkräfte, ne? Fachkräfte im Weglaufen, Fachkräfte im Klauen, Fachkräfte im Vergewaltigen, Fachkräfte im Randale machen. Und alles schön hier bei uns. Also nochmal, die EU wird sich nicht mehr einig, was das Flüchtlingsthema angeht. Holland, richtig Randale. Frankreich, auch richtig Randale. Polen und Ungarn, die sagen sowieso immer, nee, nicht mit uns. Und wenn der deutsche Michel, also du da draußen, mal langsam wach werden würdest, dann wäre das bei uns auch bald mal zu Ende mit den Randalen-Flüchtlingen. Dann würden die nach Hause gehen. Also, in diesem Sinne, sauber bleiben.